Ja, herzlichen Dank für den tollen Einmarsch. Applaus für den Instrumentalverein und das Trommlerchor hier aus Straten. Super gemacht nach diesem langen, anstrengenden Tag bei der Hitze. Herzlichen Dank. Feiert noch schön. Wir hatten vier Gastbruderschaften heute hier in Straten, die natürlich nicht mitbewertet werden, aber ich weiß, dass die St. Nikolai-Bruderschaft Straten eine Erinnerung für die Gastbruderschaften hat. Darf ich daher einen Vertreter der jeweiligen Gastbruderschaft aus Abrufen, Ütterath, Kempen und Dillrath nach hier oben bitten? Straten mit 171 Punkten. Wir haben ja die schönen Regelungen in unserem Dekanat, dass wir Ehrenpreis jeweils von der Königin. Königin angesprochen wird und die anderen Preise von den Ehrenamt. Aber bleibt bei uns. Den Ehrenpreis heute beim Fahnenschwenken errang Andreas Maaßen von der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Safeln mit 196 Punkten. Ja, das waren unsere Fahnenschenker. Ihr dürft jetzt auch gleich nochmal auf eure Plätze gehen. Wir müssen nachher das Foto machen. Nochmal einen großen Applaus an die Jungs. Und ich hoffe, wie gesagt, beim nächsten Schützenfest die Wiederwerkschenker zu sehen. Wir kommen zu den Schießwettbewerben. Das Schießen um die Wanderplakette, das traditionsgemäß beim zweiten Schützenfest stattfindet, fand in der vergangenen Woche auf dem Schießstand in Waldemar statt. Die Plakette, neben der Standarte das höchste Symbol unseres Dekanatsverbandes, errang die Vereinigten Schützenbruderschaften Leber und Rüsten, die sie auch schon hatte. Unser Dekanatsschiedsmeister gratuliert euch jetzt nochmal dazu, weil umhängen braucht er sie nicht, die haben wir ja schon.
Nur könnten die allerdings von links nach rechts hängen. Hier unten links und rechts vielleicht Aufstellung. Dann darf ich die St. Merinus, nein, ich darf erst die St. Sebastianus-Schützen auf Köln bitten, mit der Jugendplakette nach hier oben zu kommen. St. Sebastianus-Schützen hatte ja die Jugendplakette. Unser Internationsschützenmeister Lars Kellenhoff und seinen Vertreter Sebastian Weiß, die jetzt den neuen Träger der Plakette, nämlich der ist auch erstmals teilgenommen am Wettbewerb und dann gewinnt St. Merinus Willen die Jugendplakette des Dekanatsverbandes. Tolle Leistung! Ja, ich sage ja immer, die Jugend ist unsere Zukunft. Und jetzt guckt euch mal die jungen Leute hier an. Nehmen am Skisport teil, nehmen an den Aufzügen teil. Mir ist die Spannung auf unserem Kanal. Ich freue mich. Ja, herzlichen Dank. Solltet ihr so nett sein und euch links neben der Bühne gemeinsam aufbauen, damit wir nachher ein schönes Schlussbild haben. Dankeschön. Nochmal einen großen Applaus für unsere Jugend. Ja, beim Schießen werden natürlich auch die Reise beim Schützenfest ausgeschossen. Wie gesagt, vorige Woche in Wallenrad für Straten. Hier erreichte den dritten Preis die Vereinigte Schützenbruderschaft Bremen-Brützchen. Da habe ich einen Vertreter nach hier oben gebeten. Der Präsident persönlich. Darf ich helfen? Den zweiten Preis in den Schießwettbewerben erreichte St. Josef Star Hohenbusch Niederbusch. Auch hier bitte ich einen Vertreter nach hier oben. Preis ging an St. Hubertus Süßersee. Von der Schiedsrichterin. Hallo Andi. Ja, doch gut geschoren. Ja, und den Ehrenpreis, und das freut mich ganz besonders, weil diese Bruderschaft einen enormen Aufschwung genommen hat in den letzten Monaten. Ja, St. Peter und Paul Schalbruch gewinnt den Ehrenpreis für Schießen.
wir haben ja neben den Preisen auch immer noch einen Dekanatswanderpokal im Schießen. Normalerweise bekommt der den Ehrenpreis gewinnt, aber die ausrichtende Bruderschaft schießt ja nicht auf seine eigenen Preise, sondern darf nur um den Dekanatswanderpokal schießen. Und bei diesem Schützenfest, Straten ist Ausrichter, Straten schießt mit, aber nur um den Dekanatswanderpokal. Und selten genug, dass der Ausrichter den gewinnt. Und deswegen bin ich stolz, heute St. Nikolai Straten den Dekanatswanderpokal zu haben. Das hat natürlich unser Schießmeister. Und eine der Schützinnen am letzten, zwei der Schützinnen vom letzten Samstag, sehen wir sind jetzt abgeben. Einfach hochhalten, so. Foto und dann haben wir Platz.